Epilog Champions der Herzen Teil 3. Einspruch war mehr als zwecklos. Epsilon hatte sich fest in den Kopf gesetzt, den Kampf gegen Team Iron Fist auszusetzen, ihr Team gewinnen zu sehen und letztlich gegen den Ursprung allen Übels in bester Form zu sein. Vermutlich war es strategisch nicht das Klügste, doch wie Machado schon gesagt hatte, eine Niederlage kostete nichts. Vor allem nicht gegen ein Team so mächtig wie Iron Fist. Das zweite Halbfinale beginnt in wenigen Minuten. Die Teams sammeln sich bitte in ihren Warteräumen und geben die Aufstellung bekannt. Eine Frage von Minuten war es noch, bis das vermutliche Favoritenduell begann. Nun, wo Team Radiance ein überraschendes Aus erlitten hatte, standen nun die zwei verbleibenden Favoriten im Halbfinale gegenüber. Somit, zumindest in den Augen der Zuschauer, fand hier gerade schon so etwas wie ein Vorfinale statt. Und das erste Duell war eines, welches nahezu jeder Zuschauer nicht hatte sehen wollen. Nicht nach dem letzten Treffen dieser beiden Teams. Kell gegen Fuegro. Jedoch, ähnlich wie auch bei der Schwergewichtsklausel, hatte Elementare auch hier gelernt. Runde 1 des zweiten Halbfinales. Fuegro gegen Kelp. Iron Fist gegen Polana Vatra. Und wir alle lernen aus Fehlern, kein Erdbeben für beide. Verstanden? Von beiden Kämpfern folgten keine Beschwerden. Von den Zuschauern sogar Erleichterung. In Gedanken an das letzte Duell der Favoriten war Kell bereits sehr sicher. Erdbeben war Fuegros einzige Waffe gegen seinen eigenen Typen. Sofort erfüllten Felsspitzen erneut das Schlachtfeld. Doch Anpassung war das Schlagwort oft in der Liga. So auch dieses Mal. Denn zwar stimmte es, der Wrestler hatte keine effektiven Angriffe. Aber was genau hielt ihn denn davon ab, Kells Felsen selber zu nutzen? Schnell schlug er so die nächste Felsspitze aus dem Boden, um sich so ähnlich wie Monagoras zu bewaffnen. Eine grundsätzlich gute Idee. Doch sie hatte ein großes Problem, welches Kell sofort erkannte. So willst du das Spiel also spielen? Dann komm doch her. Auf Herausforderung folgte der direkte Angriff mit dem Felsspeer. Jedoch war Kell mehr als nur bereit. Denn was Fuegro ignoriert hatte, Fels war schön und gut gegen einen Feuertypen. Doch er beherrschte diese Waffe kaum, während Kell täglich mit dem Meister des Speers trainierte. Wieder einmal waren es die Teamkollegen, die am besten wussten, wie man den Rest des Teams bekämpfen müsste. Und dieser Kampf wurde so für Kell beinahe schlicht ein Duell gegen einen schwächeren Monagoras. 1:0 für Polana Vatra. Eine direkte Führung war schön und gut. Doch Fuegro war insgesamt wohl auch die kleinste Hürde im Team Iron Fist. Der teameigene Felsspeer trat in Runde 2 gegen einen deutlich schwierigeren Gegner an. Galagladi. Schnell, erfahren mit Waffen und ein Kampftyp. Trotzdem würde sich Monagoras nicht einschüchtern lassen. Er behielt die typische Ruhe, versuchte seinem alltäglichen Kampfstil zu folgen. Doch ähnlich wie Nick Crossmar zeigte dieser Gegner vollen Fokus. Keine Angst. Zwar schützte er sich nicht gegen Kombination, doch zunächst musste der erste Treffer sitzen. Und beide Pokémon wollten gar nicht versuchen, den ersten Hieb zu landen, denn dies war sehr bestrafbar. Allerdings konnten sie auch nicht beide ewig nichts tun, wenn sie nicht von Elementara verwiesen werden wollten. Letztlich war es Monagoras, der seine Geduld zuerst verlor. Ein schneller, weitreichender Hieb aus dem Nichts sollte das Duell beenden, doch Galagladi war vollkommen bereit und blockte sofort ab. Allerdings war auch Monagoras hierfür bereit, denn im selben Moment schoss eine Felsspitze aus dem Boden hervor, direkt dort, wo Galagladi stand. Wo Monagoras einen Schritt vorausgedacht hatte, war Galagladi schon zwei weiter. Nach dem Block des Speers folgte sofort ein Konter.
Eine Technik, die einen unglaublich offen ließ, wenn man ihn nicht traf. Doch wenn man einen Nahkampfangriff abpasste, schlug man mächtig zurück. Außerdem war es ein Kampfangriff. Zwar war Molagoras Felsspitze im Prinzip kein Nahkampfangriff, doch trotzdem stand er nahe genug, um die volle Wucht des Konterangriffs abzubekommen. Ausgleich 1:1 zwischen Polarnavatra und Iron Fist. Der gefährliche Teil des Kampfes hatte begonnen. Knackrak und Despota waren beide noch in der Schlacht. Sollten beide ihre Duelle gewinnen, war's das. Also entschied sich Polarnavatra für eine recht sichere Route. Seraora war gegen niemanden sonderlich stark. Doch wenn er nun gegen Flunkiefer antrat, hatte er eine reelle Chance auf den Sieg. Sollte er Knackrak begegnen, wäre die Wahrscheinlichkeit hierauf gleich null. Doch Mashedo hätte dann gegen beide verbleibenden Gegner eine gute Chance. Traf Seraora nun auf Despota, wäre es das Worst-Case-Szenario, da danach ein reines 50-50 Glücksspiel entscheiden würde, sollte er verlieren. Und wie das Schicksal es wollte, traf genau diese Lage auch ein. Iron Fists neuester Kämpfer, Despota, trat Team Slashs ehemaligem Leiter gegenüber. Elektrizität wäre hier nicht unbedingt die Lösung, das wusste Seraora. Er beherrschte ein paar wenige Kampfangriffe, unglaublich mächtig gegen einen Gegner wie diesen. Doch diese musste er erst einmal treffen. Es gab genau eine reelle Chance auf den Sieg. Das massige Pokémon fiel unter die Schwergewichtsklausel. Und Seraora war unfassbar agil. Wenn er also 3 Minuten durchhalten könnte, würde er seinem Team die Führung zurückbringen können. Der Plan stand, wurde jedoch von einem Fakt stark erschwert. Erdbeben, die Lieblingsattacke aller Ligakämpfer. Rennen konnte Seraora so viel er wollte, dieser Angriff überging das gesamte Feld und somit gab es nirgends Sicherheit. Und zwar konnte Erdbeben alleine nicht den K.O. erbringen, doch es schwächte und verlangsamte somit auf Dauer. Trotzdem versuchte Seraora sein Bestes und versuchte die neue Klausel schamlos auszunutzen. Despota erkannte dies allerdings schnell und passte sich an diese doch eher langweilige Strategie an. Durch seine eigene Langeweile. Erdbeben alleine. Nichts sonst. Je mehr Ligakämpfer Aurora als Teamleiterin so betrachtete, desto weniger verstand sie, wie sich Zuschauer so etwas freiwillig anschauten. Denn oft bestand die Königsliga wirklich daraus, die Gegner auf die langweiligste und unfairste Art, um einen Punkt zu erleichtern. Auch Seraora bemerkte, dass er seine Taktik nicht für 3 Minuten durchgehend durchhalten könnte. Deswegen versuchte er durch einen abrupten Strategiewechsel plötzlichen Druck zu erzeugen. Ohne Vorwarnung sprang er mit Hammerarm in den Nahkampf und schaffte es, einen mächtigen Hieb zu landen. Trotz seines Gewichts wurde Despota von dem Angriff viele Meter bis in den Risikobereich gedrängt. Dort fing er sich jedoch ab und schien lange nicht bereit aufzugeben. Stattdessen, als würde Gravitation für ihn nicht mehr als ein Vorschlag sein, sprang die Bestie meterhoch in die Luft und landete mit einem mächtigen Hieb in der Feldmitte, welcher einen Krater im Boden hinterließ. Alleine die Druckwelle des Aufpralls war ein Angriff für sich. Und ein Blick in die Augen des Monsters im Anschluss zeigte Seraora, dieser Kampf war eine zu hohe Liga für ihn. Matchpoint! Team Iron Fist geht mit 2:1 in Führung. So kam es zum Ratespiel Polarnavatras. Mashedo für Flunkiefer oder Aurora für Knackrak. Insgesamt wäre Mashedo die sicherere Wahl, da er gegen beide Gegner irgendwo eine Chance hätte, während Aurora auf dem Papier chancenlos gegen Flunkiefer war. Doch genau hier lag die Taktik bei der Wahl Auroras. Team Iron Fist würde deutlich eher mit Mashedo rechnen. Und auch wussten sie, dass Knackrak letztes Mal einen dominanten Sieg gegen Aurora hingelegt hatte, selbst käme es zu diesem Duell. Da alles andere in dieser Lage eine sichere Niederlage für Polarnavatra bedeuten könnte, rechneten sie aber mit Mashedo.
und das Pokern zahlte sich aus. Aurora konnte erneut einen Kampf gegen Knackrack ausführen, genau wie im letzten Duell des Teams. Damals lagen sie 2-1 in Führung, doch Aurora scheiterte, da sie nicht mit Eisenschädel gerechnet hatte. Dieses Mal lagen sie hinten. Doch Aurora war bereit. Dieses Mal würde sie einen besseren Kampf liefern. Runde 4 begann. Und sofort standen die Zeichen gut für Polana Vatra. Nicht nur war Aurora ohnehin im Extremtypenvorteil, Knackrack war auch deutlich zu optimistisch. Offensichtlich erwartend, dass Aurora sich nicht mehr an die letzte Niederlage erinnerte. Sofort ging ein Eisenschädel in die Leere und ein Eisstrahl Auroras richtete massiven Schaden an Doch. Wichtiger noch, schindete er Zeit, die sie für die Hagel-Aurora-Schleier-Kombination nutzte. Auch der Landhai musste nun feststellen, dass er seine Gegnerin enorm unterschätzt hatte, da sie das letzte Mal so schnell verloren hatte. Und dieses Mal würden sich die Karten wenden. Über den Bildschirm konnte Kel beobachten, wie seine Partnerin eine der besten Performances ablieferte, die sie bisher jemals in der Liga gezeigt hatte. Knackrack war ein Top-Kämpfer, Teamchef, langzeitiger Champions. Doch Aurora ließ ihn aussehen wie einen durchschnittlichen Oberliga-Kämpfer, der durch einfachste Tricks nicht den Durchblick behielt. Ein Blizzard tobte im Ring. Krallenhiebe, Flammenwürfe und Eisenschädel flogen wild und ziellos umher, während das Eis und Mondgewalt in jedes Ziel trafen und Aurora nahezu eins mit ihrer Umgebung wurde. Ein weiterer Ausgleich. 2-2, ein letztes Duell wird den Ausgang dieser Top-Begegnung entscheiden. Schickt eure Kämpferteams. Als Aurora sich wieder in den Teamraum begab, wurde sie bereits erwartet und begrüßt. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst. Das war eine perfekte Show. Spielerisch drückte das Volona Kell ein Stück von sich weg. Autogramme gibt's später, wir haben noch nicht gewonnen. Und was denkst du, sollten wir tun? Solche Situationen brachten gewöhnlich Unsicherheit, Strategie und eine Prise Glück mit sich. Doch gerade von der Unsicherheit war dieses Mal keine Spur zu sehen. Aurora hatte einen Plan. Mashadow, wir haben schon letztes Mal das 2 gegen 2 gewonnen. Sie werden eher nicht damit rechnen, dass wir noch einmal dieselbe Aufstellung wählen. Außerdem wird Knackrack sich diese Vorführung nicht gefallen lassen. Deswegen wird er selber heraustreten und Despot als seinen stärksten Kämpfer mitnehmen. Und wenn wir wirklich in dieses Duell kommen, dann fokussieren wir uns auf Knackrack und wenn wir ihn los sind, werden wir mit deinen Kopien und Aurora Schleier die 3 Minuten herauszögern. Klingt das nach einem Plan? Und wenn nicht gerade die beiden kämpfen, was machen wir dann? Improvisieren. Also auf, wir schaffen das. Die beiden Geschwister traten also so auf das Schlachtfeld eines großen Duells. Auf der anderen Seite sahen sie bereits, wie recht Aurora doch gehabt hatte. Die beiden größten Pokémon des Team Iron Fist, Knackrack und Despotar, warteten auf ihre äußerlich unterlegen wirkenden Gegner. Das Finale des zweiten Halbfinals. Los geht's! Ohne zu zögern, kreierte Aurora Eissäulen über das Feld, sicher dessen, dass Knackrack nicht erneut versuchen würde, sie direkt anzugreifen. Womit sie recht hatte. Stattdessen schienen beide Gegner ihren Fokus direkt auf die Teamleiterin zu legen. Sofort sprangen sie auf die nächste Eissäule und begann Hagel zu kreieren, welcher vom Himmel stürzte. Währenddessen brach jedoch die Eissäule unter ihr und sie entging einem Eisenschädel nur knapp. Genau wie geplant. Denn Mashadow hatte dasselbe gesehen wie Aurora, als beide Gegner die Teamleiterin angriffen. Freiheit für ihn, seine Kopien zu kreieren. Gerade als Despotar einen Angriff nachsetzen wollte, traf eine Aurasphäre ihn kritisch in den Rücken. Und Aurora erwiderte Knackracks Gefallen mit einem Eisstrahl. Mashadow hatte die Kontrolle völlig an sich gerissen und gab Aurora nun die Zeit für einen Aurora-Schleier. Knackrack hingegen schien den Plan nun zu durchschauen. Despotar stand nun an der Front, sein Teamleiter schützend, welcher aus dem Hintergrund verschiedene Angriffe nutzte, um Aurora anzugreifen und die Kopien zu beseitigen. Aurora selber nutzte ihre Eissäulen zur Fortbewegung und entging so den meisten Angriffen, während die Mashadow-Kopien Despotar sehr beschäftigt hielten. Der ursprüngliche Plan könnte so nicht aufgehen.
aber eine Alternative. Denn das Duell wurde durch eine Durchsage unterbrochen. 3 Minuten sind inzwischen vergangen. Aufgrund der Schwergewichtsklausel wird Despotar nun dem Ring verwiesen. Knackrack muss sich alleine beweisen. Der Ausdruck im Gesicht des Drachen zeigte genau, dass seine derzeitige Planung die Klausel viel zu sehr ignoriert hatte, deutlich zu defensiv gewesen war. Gegen nur noch 4 Shadow und eine Aurora als einzelnes Bodendrachen-Pokémon. Ein großartiges Halbfinale der Favoriten endet. Team Polana Vatra siegt erneut mit 3:2 und zieht ins Finale gegen Team Aralsa ein. Nur noch ein Sieg. Dann würde es ins Rematch gegen Team Nordica gehen. Und doch wussten sie, es wäre nicht unmöglich, dass sie das Finale verlieren würden. Und doch würde niemand versuchen, Epsilon vom Duell gegen ihren persönlichen Nemesis abzuhalten. So wenig Olanga selbst von seiner Rolle wusste. Dieses nächste Duell ging nicht nur um Sieg oder Niederlage. Es ging um mehr. Um ein zerbrochenes Pokémon. Ideale, verstreut im Wind. Es ging um Rache. Für alles.